Welcome back im Freispiel und in Toulouse. Und welcome to your perfect home. Das haben wir jetzt mehrfach gespielt und fanden das gut und wollten euch das mal kurz zeigen. Warum habe ich hier so einen Werbezettel für Toulouse? Ich habe ja noch mehr so Werbezettel. Genau, die haben wir aus so einem 50er-Jahre-Design, wie das Ganze spielt. Das sind die Spielübersichten für jeden Spieler. Was ist Welcome To? Welcome To ist ein Flip-and-Write-Spiel, deswegen ist das auch hier in unserer Roll-and-Write-Playlist mit drin. Nur, dass man hier eben nichts rollt, also keine Würfel wirft, sondern Karten flippt, wie beim Kartograf zum Beispiel, da kennt ihr das ja her. Und zwar geht das hier eben drum, ne, Häuser zu bauen. Wir bauen eine amerikanische Vorstadt und das machen wir mit Hilfe von Spielkarten und Stiften. Zu Runden beginnen und immer von diesen drei Kartenstapeln jeweils eine Karte aufgedeckt, so dass wir jetzt bestimmte Informationen haben, mit denen wir hier arbeiten müssen. Und zwar einerseits, also wir haben hier drei Straßenzüge letztlich, da können wir unser Zeug eintragen. Was tragen wir da ein? Da tragen wir Hausnummern ein. Wir haben hier zum Beispiel die 15. Das würde bedeuten, ich könnte die 15 irgendwo, das ist tatsächlich komplett beliebig, auf meinem Zettel eintragen. Die Beliebigkeit wird dadurch eingeschränkt, dass das immer von links nach rechts aufsteigend sein muss. Also die 15 den ganz nach vorne zu schreiben, wäre vergleichsweise dumm. Und das ist aber nicht alles. Jetzt haben wir Zahlen eingetragen, aber die Karten, die unter den Zahlen zum Vorschein kommen, die zeigen uns, welche Sonderaktion mit dieser entsprechenden Hausnummer verknüpft ist. Also ich könnte hier die 7 oder die 15 eintragen und hier diesen Landschaftsgärtner damit nutzen oder die 7 und die 7 oder die 7 eintragen und damit den Landschaftsgärtner nutzen oder den Zaunkönig, keine Ahnung, der Zäune baut. Ne? Also die haben immer verschiedene Sonderaktionen. Da gibt es eben jetzt einerseits diesen Zaunbauer mit dem Zaun, das seht ihr hier, ne? Da sind so gepunktete Linien. Immer wenn ich so eine 7 eintrage, kann ich jetzt mit dem Zaun, kann ich dann so einen Zaun durchziehen. Da mache ich einfach einen Strich rein und trenne damit verschiedene Bereiche der Straße voneinander ab. Das ist relevant, weil ich am Spielende nur Punkte bekomme für, nicht nur, aber für meine Siedlungen bekomme ich Punkte nur für fertiggestellte Siedlungen. Und fertiggestellte Siedlungen sind Häuserreihen ohne Baulücken, die von Zäunen umgrenzt sind. Also die können hier ganz vorne anfangen, da ist schon ein Zaun eingezeichnet. Na, dann können das durchaus rein theoretisch hier eine lange Reihe sein, aber sehr viel wahrscheinlicher ist, dass ich hier irgendwo einen Zaun reinsetze. Dann habe ich hier die vier Häuser, haben die alle Hausnummern. Dann, super, bekomme ich dafür nachher Punkte. Wie ich dafür Punkte bekomme, hängt dann nachher vom Markt ab, kommen wir gleich zu. Der Landschaftsgärtner als Aktion, der erlaubt mir in der Straße, in der ich meine Hausnummer eintrage, hier so einen Park abzukreuzen. Da haben wir hier oben so Zahlen. Genau, da kreuze ich da Kreuze rein und je mehr Parks ich fertig bekomme pro Zeile, umso mehr Punkte ist das nachher wert. Wir tragen nachher für Straße 1, 2, 3, tragen wir hier die Punkte für die Landschaftsgärten ein, die wir gezeichnet haben. Jetzt habe ich das hier nicht vorbereitet, deswegen dauert das jetzt ewig. Da, zack, Swimmingpools, Schwimmbäder, auch eine klasse Sache. Da mache ich nämlich hier so ein Kreuz, wenn ich jetzt hier in dem Fall die 4 mit dem Schwimmbad nehme, die 4 eintrage, kann ich mir hier so ein Schwimmbadkreuz setzen und das Schwimmbadkreuz, also je mehr Schwimmbäder ich nachher in der Siedlung habe, desto mehr Punkte ist das wert. Also davon möchte ich einfach möglichst viele irgendwo ansammeln, ist quasi völlig wurscht wo. Dann haben wir hier die Baustelle, das ist, habe ich gerade rausgefunden beim Regeln nachlesen, ist gar nicht die Baustelle, weil wir uns immer gewundert haben, warum gibt es Punkte für Baustellen, und die kreuzt man nämlich hier auch ab und da gibt es eine Mehrheitenwertung. Super viele Baustellen zu haben, weil es keine Baustellen sind, sondern eine Zeitarbeitsfirma, die wir beauftragen, um die Bauarbeiten zu beschleunigen, und das freut dann die Bürgermeisterin, dass da mehr Arbeit in der Stadt ist. Genau, da kreuzen wir hier diese Baustellenkreuze ab, das ist dann einfach eine Mehrheitenwertung. Hier kriegt jeder seine Punkte, hier kriegen die drei erstplatzierten Punkte. So, und dann gibt es hier das Biss, steht da drauf, 10 Biss irgendwas. Das ist eine ganz interessante Nummer, weil ja, wie gesagt, wir müssen die Zahlen aufsteigend machen und das wird nicht gelingen, das alles voll zu machen, nur mit aufsteigenden Zahlen. Deswegen gibt es da diesen Trick damit. Damit dürfte ich nämlich jetzt, im Fall, dass hier die 10 liegt,
eine 10b eintragen, wenn ich das nutze. Dann habe ich hier schon die 10, habe ich da hinten die 11, komme ich hier nur noch rein, indem ich da eine 10b eintrage. Das ist quasi eine Möglichkeit, sich ein bisschen zu reinzuschummeln in diese aufsteigende Reihenfolge. Allerdings muss ich dann hier ein Kreuz machen und der erste, der ist kostenfrei, ab dann kostet das nachher Punkte. Also das, was hier rot ist, die beiden Bereiche, die ziehe ich nachher von meiner Punktzahl ab. Genau, das ist die Hausnummer, Bissnummer. Also, und dann gibt es noch das hier, das ist der Immobilienmarkt. Damit, ne, wenn ich jetzt in dem Fall die 15 eintrage, die liegt neben dem Immobilienmarkt, müsste ich hier unten mit dem Markt irgendwie interagieren. Und da kommen wir jetzt zu, wie nachher diese Siedlungen Punkte wert sind. Nämlich kann ich mich entscheiden, ob Siedlungen von 1 bis 6 Häusern, ja, also ne, wie gesagt, Siedlung ist immer zusammenhängende Gebäude ohne Baulücke von Zäunen abgegrenzt, wie viele Punkte mir die jeweils nachher wert sind. Ne? Für jeden Markt, für jede Marktzahl, die ich eintrage, kann ich irgendwo hier ein Kreuz machen. Je mehr Kreuze ich bei einer bestimmten Siedlungsgröße habe, desto mehr Punkte ist diese Siedlungsgröße nachher für mich wert. Ne? Also die Siedlungspunkte, die errechne ich nachher einfach aus der Gesamtsumme meiner verschiedenen Siedlungen. Das heißt, damit kann ich ein bisschen darauf hinplanen, wie ich mit denen umgehen soll. Ne, seht ihr schon, das ist ein bisschen komplexer. Man muss sich da durchaus einen Plan machen und versuchen, den zu verfolgen. Und es gibt einen weiteren Plan, den alle Spieler verfolgen wollen. Nämlich gibt es, und da gibt es jede Menge von, das ist ja, ich habe nicht geguckt, wie viele, aber ein richtig dicker Stapel Karten mit Bebauungsplänen von der Stadt. Da ziehen wir immer eine Nummer 1, eine Nummer 2 und eine Nummer 3. Und die spielen mit und die haben bestimmte Vorgaben. Da kann das dann zum Beispiel sein, hier geht das drum in der untersten Zeile Häuser mit Pools und Parks. Genau, haben wir hier nicht gezeigt, hier sind diese Pools mit Nummern versehen zu haben. Da sind Zweierparzellen, also Zweiersiedlungen, nochmal irgendwie extra Punkte wert, indem ich 4 Stück davon gebaut habe. Und bei den Bebauungsplänen ist es immer so, die haben unten 2 verschiedene Punktwerte drauf. Der erste Spieler oder die erste Spielerin, die das erreicht, trägt sich hier bei der Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3 den größeren Punktwert ein. Alle Spielerinnen, die das später noch erreichen, die bekommen dann den kleineren Punktwert. Genau, kann ich mal irgendwas nicht machen? Ja, kann ich keine Zahl eintragen oder will ich keine Zahl eintragen? Dann kann ich mir hier so einen Fehlwurf markieren. Fehlwurf ist ja kein Wurf. Fehlwurf markieren sind die ersten auch kostenlos. Später kostet das dann Punkte. Und die sind auch eine der Möglichkeiten, wie das Spiel enden kann. Nämlich, sobald eine beliebige Spielerin die alle verbraucht hat, kann das Spiel enden. Das Spiel kann enden, wenn es einer beliebigen Spielerin gelungen ist, alle 3 Bebauungspläne zu erfüllen. Oder wenn es einer Spielerin gelingt, alle Häuser mit Zahlen zu versehen, das ist uns noch nicht passiert, aber wohl theoretisch möglich. Dann endet das Spiel mit der Runde und dann zählen wir eben die Punkte zusammen, die sich berechnen aus Bebauungsplänen, den Parks in den 3 verschiedenen Straßen, den Schwimmbädern, die ich errichtet habe, den Baustellen, den Zeitarbeitern, die wir eingestellt haben, dann den von jedem Spieler für sich selbst individuell angepassten Marktwert der verschiedenen Parzellen abzüglich der Minuspunkte. Das ist dann die Gesamtsumme. Genau, habt ihr es gesehen? Das waren, ich weiß es nicht, 8 Minuten, 10 Minuten, irgendwie so. Also für ein einfaches Flip and Write. Eine relativ lange Erklärung und ich habe bisher wirklich nur die Regeln erklärt, habe noch gar nicht erzählt, dass wir das so toll finden. Wir finden das nämlich tatsächlich richtig klasse. Weil das durchaus ein komplexes Spiel ist. Also man kann das sehr einfach erlernen, sag ich mal. Aber das Ding dann gezielt zu gewinnen gegen geübte Spieler ist richtig schwierig. Das ist tatsächlich ein Spiel, das hat eine Lernkurve und das macht immer wieder Freude, da das Optimum rauszuholen. Vor allem, weil eben diese Bebauungspläne sich von Partie zu Partie unterscheiden. Die sind, wie gesagt, durchnummeriert. Die haben immer Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. Die sind auch doppelseitig bedruckt. Also es gibt richtig viele von den Dingern. Und das ist natürlich, also diese Nummerierung ist dafür da, dass nicht Sachen, also dass Kombinationen ausliegen, die zusammen nicht funktionieren. Deswegen gibt es bestimmte Dinge, die auf Nummer 1 sind, bestimmte Dinge, die auf Nummer 2 sind, bestimmte andere Dinge, die auf Nummer 3 auftauchen können.
Genau, und die verändern das Spiel halt jedes Mal wieder, genauso wie natürlich diese Auslagen. Ja, wenn ewig keine Parks kommen, versteife ich mich vielleicht auf Swimmingpools oder was auch immer. Weiß aber dann natürlich im späteren Spielverlauf werden die Parks kommen, wie kann ich dann damit noch irgendwie sinnvoll Punkte machen und so. Also es verändert sich immer wieder und ist immer wieder tatsächlich neu und aufregend. Ein richtig tolles Flip-and-Ride-Spiel. So ein Block kann man, glaube ich, relativ schnell durchkriegen. Wir hatten auch Spaß damit. Grafik gefällt uns super. Ja, das ist einfach mal was Schönes, ja, diese 50er Jahre Retro-Grafik, das sieht man nicht alle Tage. Und genau, das ist Welcome to your perfect home. Könnt ihr gerne mal was ausprobieren oder einfach aus dem Regal greifen und kaufen und mit nach Hause nehmen, weil lohnt sich. So, wenn wir euch noch andere Kartenspiele zeigen sollen, schreibt uns das unten in die Kommentare rein. Lasst uns hier ein Abo da, klickt da drauf, um euch noch das Video anzusehen. Tummelt euch auf unserem Kanal. Das Wichtigste aber, habt viel Spaß mit Spielen, ob bei uns oder bei euch, das bleibt euch überlassen. Macht's gut!